Der Sommer hat schon erste Grüße nach Dienstlaken geschickt. Natürlich ist Corona noch immer da, aber inzwischen ist wieder einiges mehr möglich. Das gilt auch für die Kultur. So wird es in diesem Jahr im Dienstlakener Burgtheater die Sommerkultur geben, erzählt Jens Kim von Diniwend. Ja, wir freuen uns auf die Sommerkultur 2021. Seit Wochen sind wir in der Planung, spielen fleißig Terminmemory mit den Agenturen. Und umso mehr freut es uns, dass wir auch lokale Partner dabei haben. Das ist die Freilicht AG, die Jazz Innie, die Filme mit Freunden und ganz viele Agenturen aus der Region, die jetzt zum ersten Mal auch in Dienstlaken dann ihre Veranstaltung umsetzen werden. Es ist schon so, dass wir einen bunten Mix präsentieren können. Von Comedy bis Kabarett, Musik, Kinderveranstaltungen. Große Namen werden nach Dienstlaken kommen, wie Vincent Weiss, Alvaro Soler, Lea, Thorsten Sträter, Jürgen von der Lippe kommt auch wieder nach Dienstlaken. Da freuen wir uns besonders drauf. Auch für die Kinder haben wir den Zirkus Schön mit einer Weltpremiere hier zu Gast. Also, wir werden eine gute Zeit hier haben. Wir freuen uns auf Sie. Kommen Sie vorbei. Stefan Hutmacher leitet in der Stadtverwaltung den Fachdienst Kultur. Auch er und sein Team planen bei der Sommerkultur mit. Die Stadt Dienstlaken freut sich auch in diesem Jahr wieder Teil der Sommerkultur hier im Burgtheater zu sein. Wir bieten Veranstaltungen für Kinder und Familien an, Kindertheater hier im Burgtheater an vier verschiedenen Mittwochen in den Sommerferien. Unter anderem auch Ende der Sommerferien einen kompletten Kindertag in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Jugend. Also da alle herzlich eingeladen. Dann werden wir auf jeden Fall die lokale Szene auch wieder mit unterstützen. Hier besonders erwähnt ein Poetry Slam Abend, bei dem auch Sandra Davina zu Gast sein wird. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein buntes Programm hier im Burgtheater. Für die Veranstaltungen der Dienstlakener Sommerkultur gibt es natürlich auch ein angemessenes Hygienekonzept, betont Alexander Größner von Diniwend. Natürlich werden wir die Corona-Schutzverordnung beachten und alle Regeln einhalten und wir freuen uns auf Sie, hier im Burgtheater in Dienstlaken. Sommerkultur. Alle Infos zur Sommerkultur gibt es bei Diniwend. Einen Link dorthin finden Sie natürlich auch auf der städtischen Homepage www.dienstlaken.de. Nicht nur im Burgtheater wird es viel zu erleben geben, auch an anderen Orten in Dienstlaken. Zum Beispiel im Museum Voßwinkelshof. Das leitet Dr. Peter Theissen. Nach langer Corona-Pause dürfen wir unser Museum jetzt endlich wieder für Sie öffnen. Wir freuen uns sehr, Ihnen eine Sonderausstellung präsentieren zu können, die wir mit dem Friedensdorf International zusammen gestaltet und entwickelt haben. Menschlichkeit erleben heißt sie, und sie zeigt, wie die Kinder verletzt hier nach Deutschland kamen und wie sie nach erfolgreicher Behandlung wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Wenn Sie mögen, dienstags bis sonntags 14 bis 18 Uhr ist das Museum für Sie geöffnet. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos zum Museum gibt es auf www.dienstlaken.de. Morgen einen schönen Feiertag.